vor sich hin blubbern lässt. Upsa. Egal, ob's um Erkältung geht, Herzrasen oder Blutarmut, es kocht immer eine Stunde und irgendwas riecht dabei immer sehr streng. Und trinken will ich's wirklich nicht. Logisch, sagt Andrew. Kräuter schmecken nicht. Und wer nicht krank ist, nimmt sie nicht. Und wer ein bisschen krank ist, nimmt ein bisschen. Aber wer wirklich krank ist, der nimmt seine Kräuter. Diese Kräuter nimmt jeder gern. Chinas grüner Schatz, Tee. Der begann seine Laufbahn auch als Medizin und wurde damals noch gekaut. Heute trinkt ihn jeder und alleine hier werden jährlich 12.000 Tonnen geerntet. In Dadunggang, der größten Teeplantage der Welt in der Provinz Yunnan, dem Land südlich der Wolken. Die Gegend heißt Xishuangbanna und hinter den Bergen liegt Laos und auf der anderen Seite Birma. Teeernte ist in Yunnan von Januar bis November. Das Klima ist ideal, die Höhe perfekt, 1300 Meter. Trocknen muss der grüne Tee und zwar gleich mehrmals. Zwischendurch wird er 20 Minuten erhitzt und dann geföhnt und in der Zentrifuge schön lockig gewalzt. Trotz der modernen Maschinen, im Prinzip wird der Tee genauso hergestellt wie früher, sagen sie in der Fabrik. Nur eben schneller und in erheblich größeren Mengen. Den herkömmlichen grünen Tee lässt man am besten nicht so lange liegen und trinkt ihn frisch. Aber dann gibt es noch den anderen, den Rolls-Royce unter den Tees. Pu'er heißt der, nach einem Dorf in Yunnan. Der einzige Tee, der mit den Jahren reift wie ein Wein und der dabei seinen Wert vervielfacht. Der Rekord liegt bei 100.000 Euro für ein Pfund. Kein Wunder, dass dieser Tee immer beliebter wird in einem Land, das neuerdings ganz verrückt ist nach Statussymbolen. Aber nicht nur teuer, sondern auch gesund soll er sein. Cholesterin senken, Krebs vorbeugen und beim Abnehmen helfen. Ist er eingedampft und in Kuchenform gepresst, muss der Pu'er-Tee noch die Qualitätskontrolle bestehen. Das ist keine herkömmliche Tasse, sondern eine Spezialtasse vom Staatlichen Institut zur Erforschung der Teequalität. Und das hier ist Herr Luo, der hat ein Diplom von diesem Institut und ist staatlich geprüfter Teetester. Was ist denn hier mit der Tasse passiert? Hat da schon jemand reingebissen? Ach was, die Löcher braucht man zum Abgießen. Zuallererst muss man abkratzen, um die richtige Mischung hinzubekommen. Es gibt nämlich geschmackliche Unterschiede zwischen Rand und Mitte. Dann müssen wir genau abmessen. 5 Gramm Tee auf die 150 Milliliter Testtasse. Könnten Sie mir mal das Wasser reichen? Schon beim ersten Kontakt mit dem Wasser entscheidet sich das Schicksal des Tees. Denn er muss fruchtig riechen, aromatisch. Und der erste Aufguss muss eine satte und strahlende Farbe haben. Aber aufgepasst! Der erste Aufguss wird nicht getrunken. Der schmeckt nämlich wie Kompost. Da hat sich schon mancher ausländische Teefreund sehr gewundert. Und auch das ist wie bei der Weinprobe. Der Tester darf den Tee nicht schlucken, nur fachkundig gurgeln. Und brummen? Test bestanden.
und geeignet für die Zeremonie. Die Tee-Zeremonie. Das ist eine sehr langwierige und sehr feinsinnige Prozedur. Wahrscheinlich ist dabei der Spruch »Abwarten und Tee trinken« erfunden worden. Dabei kehrt Ruhe ein und irgendwann auch Frieden. Und nicht vergessen, der erste Aufguss kommt in den Ausguss. Jedenfalls, wo alles plötzlich so still ist, da fragt man sich, was ist denn nun der größte Schatz in China? Der Tee oder das Porzellan, vielleicht das Wasser, die Menschen, die Natur, die Möbel oder die Paläste oder nichts von alledem? Je mehr Schätze man findet, desto dringender will man noch einen suchen. Am Ende hat man einen Sack voller Schätze und ist wieder ganz am Anfang. Wieder so ein chinesisches Rätsel. Meinen größten Schatz finde ich erst am Ende einer langen Reise. Es ist ein Dorf. Im hintersten Winkel versteckt und verborgen am Rand der chinesischen Welt. Ein Dorf, das seit 1000 Jahren vom Tee lebt. Vergessen, verwunschen, bewahrt wie in Bernstein. Genauso habe ich es mir als Kind schon vorgestellt. China. Sieht natürlich längst ganz anders aus. Ist ja auch sein gutes Recht. Aber man wird ja mal träumen dürfen.